Es wird dunkel, ich werde einfach pennen gehen und dann wird er schon auftauchen. So ein verbackter Hammel. Wie sieht's aus? Du dreckiger Söldner, machst gefälligst, dass du verschwindest, bevor ich die Wachen rufe. Langsam. Ich bin nicht hier, um dich zu bestehlen. Ich suche Arbeit. So, du willst also für mich arbeiten. Das ist natürlich etwas anderes. Da gibt es leider nur ein kleines Problem. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Du wirst deine Loyalität erst beweisen müssen. Stell mich auf die Probe. Na gut, hör zu. Bring mir den heiligen Hammer der Magier des Feuers. Sie bewahren ihn irgendwo im Keller des Klosters auf. Wenn du das schaffst, dann werde ich darüber nachdenken, dich bei mir als Leibgarde anzustellen. Alles klar. Gut, aber denk daran, wenn sie dich erwischen, habe ich nie von dir gehört. Natürlich nicht. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Dann noch schnell zu Diego. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Das war keine große Sache. Diego, 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 Diego. Hey! Ich habe den Brief abgegeben. Sehr gut. Wie hat Gerbrand reagiert? Er war sichtlich geschockt und hat sich sofort aus dem Staub gemacht. Kann ich mir denken. Ich fürchte, ich muss mich erstmal um die Einrichtung meines neuen Hauses kümmern. Soweit ich mich erinnern kann, hat Gerbrand einen fürchterlichen Geschmack. Der Kasten gehört dir? Ja, vom Keller bis zum Dachboden, inklusive der gesamten Einrichtung. Nachdem ich die letzten Jahre nicht standesgemäß gewohnt habe, freue ich mich auf ein weiches Himmelbett. Zum Frühstück gibt's dann guten Wein und einen exzellenten Schinken. Du lässt dir auch nichts entgehen. Darauf kannst du Gift nehmen. Wie ist dir denn das gelungen? Du glaubst doch nicht, dass Gerbrand sein Vermögen auf ehrliche Weise verdient hat. An den ganz schmutzigen Sachen hat er sich natürlich nicht selbst die Finger schmutzig gemacht. Dafür hat er einen Helfer. Natürlich habe ich in der Zeit damals eine ganze Menge mitbekommen. Gerbrand hat mich schließlich abserviert. Er hatte wohl Angst, dass ich zu viel wusste. Davon hast du mir nie erzählt. Du hast mich nie gefragt. Was ist mit meinem Anteil? Mir scheint, du hast noch nicht alles vergessen, was ich dir beigebracht habe. Aber du hast recht. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Hier ist dein Anteil. Was ist mit Gerbrand? Er hat die längste Zeit das gute Leben genossen. Er hat hier wie die Made im Speck gelebt, während ich Fleischwanzen-Ragout fressen musste. Ich habe keine Ahnung, wo er jetzt hin ist. Aber in Korinis kriegt der nicht mehr so schnell ein Bein auf die Erde. Dafür werde ich schon sorgen. Wenn du ihn suchst, würde ich es mal im Hafenviertel versuchen. Gut. Wie viele Lernpunkte habe ich denn? 45. Wenn ich jetzt noch einmal lerne, geschickt lerne, dann bin ich auf 89. Das lassen wir erstmal so, die Geschicklichkeit. Ich könnte noch 20 Lernpunkte für den Bogen ausgeben, eigentlich, gell? Bin ich bei Bogen auf 49, dann wäre ich auf 59. Ich hätte das anders gemacht. Ich könnte auch 30 Lernpunkte ausgeben. Ich weiß es nicht so sicher, was ich machen soll. Ah, schwere Entscheidung. Gebe ich jetzt noch 30 Lernpunkte aus und bin dann Bogen auf 64 und Meister? Oder gebe ich lieber einmal... Weißt du was? Ich gebe jetzt dreimal Bogen. Hey, du! Ich will... Okay. Fuck, das war falsch. Na also... Ach nee, komm schon. Das war jetzt richtig blöd. Ja, ich wollte ja nicht Bogen lernen, weil ich dann Bogen und Armbrust verbessern muss.
Ach, da war ja was. Mein dummer Kopf, verdammt. Dann hilft's nichts. Dann muss ich jetzt eben... Wer war das? Irgendwer. Was ist hinter der verschlossenen Tür? Dahinter befindet sich die Truhe. Die Truhe des Meisters im Schlösserknacken. Fingers. Er hat sie mit einem so unglaublich komplizierten Schloss versehen, dass sie bisher niemand aufgekriegt hat. Leider wurde er geschnappt. Sie haben ihn in die Barriere geworfen, wo er wahrscheinlich gestorben ist. Aber wenn du versuchen willst, die Truhe zu öffnen, hier ist der Schlüssel zu dem Raum. Ja, hilft nichts, muss ich speichern. Ich habe keine Lust, nochmal alles nachzuspielen. Tue ich euch nicht an. Das sind die Palian-Punkte, die ich mir spare, auch egal. Da muss ich in den sauren Apfel beißen. Es wäre verdammt schwierig. Ich glaube, verdammt schwierig schaffe ich noch nicht, oder? Na, warte, du dreckiger Dieb. Ja, ich bin ein Dieb. Ich bin in eurer Diebesgilde aufgenommen worden, falls du das vergessen hast. Komm schon, dreh dich. Falsch, zu weit. Da war ich, genau. So, dann öffnen wir mal die komplizierteste Truhe im Spiel. Da ist überall nichts. Nein. Da ist auch nichts. So. Das wird jetzt ein paar Dietriche kosten. Außer ich habe Glück mit dem Wiederholen. Also, Links, rechts, 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 rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links, 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 links
Kanta ist ein sehr hohes Tier, aber es ist mir scheißegal. Erfahrungspunkte etc. Okay, dann gehen wir mal zu Benete. Der schon wieder fleißig am Schmieden ist. Das ist wirklich nicht mein Problem. Fleißig, fleißig. Mann, ich hatte echt schon geglaubt, dass die mich hängen. Ist ja nochmal gut gegangen. Das kannst du wissen. Du hättest mal das Gesicht von dem Soldaten sehen sollen, als der mich rausgelassen hat. Der hatte sich vor Angst fast in die Hose gemacht. Da fällt mir ein, ich hab was für dich. Was meinst du? Wo hast du das denn schon? Ein Geschenk. Was für ein Geschenk? Wir haben von den Drachen gehört, die im Tal sein sollen. Sie sind da. Schon gut, ich glaub dir ja. Jedenfalls haben ein paar von den Jungs beschlossen, auch ins Tal zu gehen. Die wollen da mal so richtig aufräumen. Was hat das mit mir zu tun? Ich habe eine neue Rüstung entwickelt. Eine Drachenjägerrüstung. Sie ist stabiler und leichter als herkömmliche Rüstungen. Da du mich gerettet hast, sollst du das erste Exemplar haben. Ich schenke sie dir. Danke. Ich habe mir gedacht, du willst dir den Spaß nicht entgehen lassen. Du solltest angemessen gerüstet sein, wenn du ins Tal gehst. Des Weiteren bin ich an Drachenschuppen interessiert. Echte Drachenschuppen. Ich werde dir einen guten Preis dafür machen. Wie viel bekomme ich pro Schuppe? 200 Goldstücke. Muss man mal ganz kräftig dazwischen hauen. Das war doch schon vorher. Ich wäre mir gar nicht so sicher. Gildenangehörigkeit ist Drachenjäger. Schon kriege ich keinen Sold mehr. ja, lustig. Sehr lustig. Sehr, sehr lustig. Davon lasse ich lieber die Finger. So, starke Rüstung. Mächtige Rüstung. Es war genau so, wie du sagst. Es kommt nur auf die Kraft an, also komm mir nicht so. Gibt's was Neues wegen Bennett? Er scheint im Knast zumindest keine bleibenden Schäden davon getragen zu haben. Gute Arbeit. Ich bin ganz deiner Meinung. Okay. Dann war es das. Dann heißt es Jakender. Jakender, ich komme. Beziehungsweise muss ich noch gucken. Jakender, gibt es jemanden, der mir Bogenschießen beibringen kann? Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall. Ach, das war nervig. Mein Bogen ist jetzt wie hoch auf 54, das heißt, ich bekomme vielleicht noch, vielleicht kann ich mir noch 10 Lernpunkte sparen. Mal gucken. Ich weiß auch gar nicht, ob es funktioniert. Also hätte ich mir 15 Lernpunkte sparen können. Weil, wenn man Bogen und Armbrust sehr weit auseinander ist vom Skillen, also ist der Unterschied, wenn du Armbrust ungelernt bist, also unter 30% und bei Bogen über 30% bist, dann bekommt Armbrust automatisch 5 Lernpunkte mit dazu. Genau, und ich habe genug Steintafeln, dass ich Armbrust auf über 30 bekomme. Tja. Ah, ein Suchender. Da werde ich schnell umrüsten. Obwohl, wie viel... Nein, ich möchte etwas testen. Ich habe sehr viel Geschicklichkeit und ich habe einen neuen Bogen. Ich möchte schauen, wie viel Schaden ich mache. Ich glaube nicht, dass er reicht.